Hallo und herzlich willkommen bei «Es Bitch It's», dem Podcast. Hier kannst du Geschichten auf Schweizerdeutsch hören und wenn du dich einschreibst, bekommst du das Transkript auf Schweizerdeutsch und auf Hochdeutsch und Detailfragen und die Lösungen jeweils für die neue Episode gratis via Mail. Den Link findest du in der Beschreibung. Heute ist das Thema «Fremdwörter». In einem fremden Land zum Coiffeur gehen, kann sehr beängstigend sein. Vor allem, wenn man die Leute nicht versteht. Aber zuerst musst du ja wissen, zu wem du kannst gehen. Ich empfehle dir, dass du deine Arbeitskollegen, Kolleginnen und non-binäre Menschen fragst, wo sie gehen. Oft sind das die besten Tipps. Es ist relativ normal, dass man jemanden kennt, der privat Haare schneidet. Das sind oft Menschen, die Coiffeur gelernt haben, aber noch kein eigenes Studio aufgemacht haben. Dann geht man zu dieser Person heim und sie schneidet einem die Haare in der Küche. Du kannst auch Google fragen, wo es einen Coiffeur in der inneren Nähe gibt und dann die Bewertungen lesen. Ich persönlich finde professionelle Coiffeure sehr teuer. Darum suche ich mir gerne Salons, wo Menschen lernen, Coiffeur zu werden und buche dann bei diesen Lehrlingen. Das ist oft günstiger, aber es geht einiges länger, je nachdem. Mich stört das nicht. Ich bringe oft das Buch mit und lese, während sie mir die Haare schneiden. Okay. Dann musst du einen Termin machen. Wenn du Glück hast, kannst du das online machen. Wenn du anrufen musst, dann geht das so. Coiffeursalon Basel, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne einen Termin zum Torschneiden abmachen. Möchten Sie bei jemandem bestimmten Torler schneiden? Es ist egal. Super, wenn passt es Ihnen. Am Mittwoch, am Nachmittag? Am Mittwoch, da hätten wir am 3 etwas frei, beim Stefan. Passt Ihnen das? Ja, das ist super, danke. Bis am Mittwoch, am 3. Ade, ade, danke. Ah, und Sie fragen auf Ihren Namen. Das kennst du. Oder wenn du bei jemandem speziellen Watch Latour schneiden willst, dann geht es so, hallo, grüezi, bla bla bla. Und der Coiffeur fragt, möchten Sie bei jemandem bestimmtem Torler schneiden? Ja, bei der Céline bitte. An welchem Tag geht es Ihnen denn am besten? Am Mittwoch. Am Mittwoch schafft Céline nicht. Könnte sie am anderen Tag, zum Beispiel Donnerstag oder nächsten Dienstag? Ja, am Dienstag geht mir auch. Super. Am 3? Ja, 3 lässt sich machen. Danke. Bis am Dienstag. Bis am Dienstag. Ade. Und eben, sie fragen noch, auf welchen Namen darf sie auf Melanie Tom? Ade. Okay. Du hast einen Termin. Yay. In der Vorbereitung suchst du am besten ein paar Fotos raus, wie du deine Haare gerne hättest. Ich brauche für das gerne Pinterest, aber auch Fotos von Berühmtheiten können helfen. Am Tag selber läufst du ins Salon rein und meldest dich bei der Rezeption, wenn es eine hat, und sagst deinen Namen. Ich vergiss fast immer, wie der Name von meinem Coiffeur ist. Das ist aber oft kein Problem, solange sie deinen Namen haben. Dann zeigen sie dir einen Stuhl, du sitzt an und wartest, bis deine Person kommt. Oft bieten sie dir einen Kaffee oder ein Wasser an oder einen Tee oder so. Nimm das an, das kostet nicht extra und wir wollen ja hydriert bleiben. Dein Coiffeur oder deine Coiffeuse kommt und dann geht's los. Coiffeur oder Coiffeuse sagt, was machen wir denn heute? Und sie so durch die Haare. Und da hast du einige Optionen. Wenn du nur wenig willst schneiden, dann kannst du sagen, ich will meine Haare wachsen. Ich möchte nur die Spitze schneiden. Ich möchte nur wenig schneiden.
Nur so viel, wie ungesund ist, bitte. Nur ein bisschen schneiden. Nur die Gäbeli schneiden. Gäbeli sind Gabelungen der Haare, wenn sich ein Haar aufspaltet und wenn quasi aus einem Haar zwei, also so diese zwei Enden geben, das sind Gäbeli. Wenn du ein gutes Stück willst schneiden, kannst du es zeigen, entweder mit dem Finger, nur 5 cm. Nur so viel. Oder am Körper. Also so kurz bitte und dann auf die Schulter zeigen. Oder aufs Knie. So kurz bitte. Wenn du das Haar ganz kurz willst, kannst du sagen, schneide sie bitte ganz kurz, 5 mm. Und dann schneide sie sehr viel und lässt nur 5 mm übrig. Oder du sagst, welche Frisur du gerne hättest. Ein Sidecut. Von da bis da. Und dann wieder zeigen, von da bis da oder so. Ein Undercut. Von da bis da. Und dann wieder zeigen. Undercut. Bis da. Ein Bob. So lang bitte. Und dann eben wieder zeigen. So auf Schulterhöhe oder unter den Ohren oder so. Ein Stufenschnitt bitte. Das ist, wenn die Haare vorne am kürzesten sind und dann gegen hinten in Stufen länger werden. Und hinten sind sie am längsten. Okay, das ist ein Stufenschnitt. Ein Pony oder Fransle, bitte. Fransle sind, wenn die Haare über den Augenbrauen mehr oder weniger gerade und mehr oder weniger gerade abgeschnitten werden. Das sind Bangs oder ein Fringe auf Englisch. Okay. Wenn du deine Haare willst färben, kannst du das sagen. Ich möchte meine Haare färben. Ich habe an braunrot, blond, schwarz, violett gedacht. Oder ich möchte meinen Ansatz färben. Ich habe jetzt keinen, aber einen Ansatz. Das ist, wenn deine Haare in deiner Naturfarbe wachsen. Und du das Bits musst anpassen zu der Farbe, die du auf dem Rest vom Kopf hast. Ja, also deine Haare haben alle eine Farbe, sagen wir blond, und deine Naturfarbe braun wächst nachher und dann musst du das Stück, das braun ist, blond färben. Oder du kannst sagen, ich hätte gerne blonde und braune Strähnchen. Strähnchen sind auf Hochdeutsch Strähnchen. Wenn du meistens braune oder dunkelblonde Haare hast und du möchtest einzelne kleine Teile blond haben, also so kleine Streifen blond, das sind Strähnchen. Nach der Besprechung werden normalerweise die Haare gewaschen und du kannst beim Coiffeur, kannst deinem Coiffeur oder deiner Coiffeuse nachlaufen. Und der Coiffeur sagt dann, dann gehen wir jetzt waschen. Dann waschen wir jetzt die Haare und dann laufen sie davon und du läufst nach. Und dann fängt der Coiffeur an schneiden und fragt dich wahrscheinlich immer mal wieder, ist gut so? Oder noch weniger? Und du sagst, so ist super. Nur ein bisschen mehr abschneiden bitte. Ein bisschen kürzer bitte. Weil länger ist schwieriger, weil wenn es ab ist, ist es ab. Aber du kannst immer sagen, ein bisschen kürzer bitte. Wenn ihr fertig sind, fängt der Coiffeur normalerweise an, einfach die Haare föhnen oder trocknen mit der Maschine. Dann benutzen sie oft Produkt, um deine Haare zu stylen. Das kostet dann extra. Im Sommer sage ich oft, dass sie nicht müssen, föhnen müssen, weil es warm genug ist. Sie müssen nicht föhnen. Dann spart man die extra Kosten für das Styling-Produkt oft. Wenn du aber willst, dass sie dich stylen, kannst du fragen, können sie mir bitte Locken machen oder können sie mir das Haar bitte glätten? So Locken sind die runde und glätten ist gerade machen. Wenn der Coiffeur fertig ist, zeigt er dir die Frisur von hinten und du musst dann sagen, dass es dir gefällt, weil sehr viel kann der Coiffeur jetzt nicht mehr machen, soweit ich weiß. Vielleicht auch nicht. Wenn ich falsch bin, bitte lass es mich wissen. Dann bedankst du dich und gehst gut zahlen.
Oft kostet ein Frauenhaarschnitt zwischen 70 und 150 Franken. Oder mehr, je nachdem, wie luxuriös dein Coiffeur ist. Den Preis kannst du aber oft online auf der Webseite herausfinden. Wenn du keinen Preis findest auf der Webseite, ist es oft teurer als günstiger. Wir geben den Coiffeuren ein kleines Trinkgeld, weil von diesen 70 bis 150 Franken bekommt der Coiffeur oder die Coiffeuse nur einen kleinen Teil. Wenn du 10 bis 15% kannst Trinkgeld geben, ist das super. Ja, das ist alles. Das ist alles. Wenn dir der Haarschnitt gefällt, empfehle ich dir, dass du wieder zu dieser Person gehst. Wenn es dir nicht gefällt, würde ich das nächste Mal woanders kommen. So oder so, viel Glück. Das wäre alles für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dass du ein paar Worte gelernt hast. Wenn du noch mehr Schweizerdeutsch lernen möchtest, dann kannst du entweder das Transkript, also die Transkripte für die erste Staffel kaufen. Das sind 11 Transkriptionen auf Schweizerdeutsch, 11 Transkriptionen auf also Übersetzungen auf Hochdeutsch, 11 mal Detailfragen und 11 mal die Lösungen dazu. Das Workbook für die Staffel 1 findest du auf subscribepage.com, dash easy Swiss German Workbook. Jo. Und ich schaffe im Moment, ich arbeite an einem Arbeitsbuch für Season 2. Dort gibt es dann auch Sätze zu übersetzen und ein bisschen mehr Übungen für dich, damit du noch mehr Schweizerdeutsch üben kannst. Das kommt bald. Ich verspreche es. Okay. Also, dann fang. Schönen Tag. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.